Nach vielem Hin und Her, Gebastel und Getue, hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Outlast. Ich bin der Baume, neue Aufnahmesession. Wir haben natürlich wieder die Twitcher mit dabei. Aber das Problem dabei, dass ich die Twitcher dabei habe, ist, dass ich die Twitcher gar nicht dabei habe. Ha, das ist jetzt schwierig, ne? Weil da unten der Chat, der ist leer. Das ist irgendwie verbuggt. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwas funktioniert da nicht. Darum switchen wir jetzt rüber zur Live-Let's-Play-Szene. Und das Gute daran ist, dass man jetzt die Batterie sieht, aber den Chat nicht mehr. Aber der Death-Counter und der Puls, der ist trotzdem noch alles da. Und aber jetzt haben wir eine wunderschöne halbe Stunde zusammen. Was war denn eigentlich zuletzt los? Sag mal, wir waren... Unser guter Freund, der Pastor, hat uns hier unter... in die... Jo, erstmal Notizen machen, ganz wichtig. Boah, ist die Maus empfindlich? War das schon immer so? Bäh! Wer bist du denn? Ich dachte, ich krieg erst noch Essen und so. Was sind das für ein Service hier? Wo ist er überhaupt hin? Okay, okay, alles klar, alles klar. Ja, ist schön. Mach zu, Junge. Mach zu, ich geh wieder hier unter das Bett. Geh erstmal unter das Bett und lese meine Notizen. Das fängt ja schon mal gut an. 109 Leute, alter Schwede. Oh Gott, und genau jetzt hängt der Stream? Der Stream hängt, es ruckelt. Ist doch scheiße. Warum ruckelt's denn jetzt? Also irgendein Update am Start? Ich mach mal kurz mein Handy in den... in den Dingsbums-Modus, wie heißt es? Manchmal habe ich das Gefühl, mein Handy zieht Internet. Ich weiß auch nicht, warum es das tut. Verdammten Smartphones. Weg ist es. Der Priester Vater Martin hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge, für welche bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist von mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden, steht mit Blut an die Wand geschrieben. Er steht jetzt wo denn? Ja, mach doch mal keinen Krach da draußen. Gerade eben war alles noch schön leise, weißt du? Komm, macht einer die Tür auf, kommt der ganze... Rest in Peace. Stimmt, hier steht Ruhen. Wer malt denn Kreuze in Kreuze? Man kann es auch echt übertreiben. Noch mehr Rest in Peace. He did not kill his enemies. Hat nicht seine Feinde getötet? Wer? Benny. Follow her. TARDIS? Mit? Oh ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, das bereits schon mal gesehen zu haben und... Dieser Freund macht super, wahnsinnig feucht klatschende Geräusche an den Wänden. Und das ganz ohne Musikinstrument. Ich sollte Batterie sparen. Das ist echt... Oh, dieses klatschende Geräusch ist so abartig. Ohne Mist. Ne? Geht nicht? Ich will erstmal alles looten. Wer war das? Kurzer Szenewechsel. Doomhead! Doomhead, hallo! Boah, diese Geräusche. Doomhead, hallo. Rattenmann! Dein Hirn guckt raus, Rattenmann. Bleib da drin. Kann ich dich rauslassen? Kann ich nicht. Ist wahrscheinlich besser so. Tschüss. Oh Gott, Guten Abend. Already Amon Isha an der Baume. Amon hat Geburtstag. Amon hat Geburtstag? Amon? Ich bin... Du kannst dich freuen. Du kannst dich freuen. Ich bin einer der wenigen Streamer, der nicht zum Geburtstag irgendwelche Lieder singt. Ist das nicht toll? Du kannst deinen Geburtstag ganz normal weiterfeiern. Du musst dir nicht irgendwie das halbe Gesicht zunähen, so wie er hier, weil du diese Musik nicht erträgst, die ich fabrizieren würde. Ich wünsche dir alles Gute. Und, ja, nee, dein Gesicht nicht zu. Nein, egal wie viele Leute dir das zum Geburtstag raten, mach's nicht. Dann... Okay. Jedes Jahr, das man überlebt, ist ein wertvolles Jahr. Nicht, dass du irgendwann mal als so feuchter, klatschiger Kloß auf dem Boden landest, halb aufgegessen von einem Typ mit einem halben Gesicht. Ich meine, irgendwas... Hallo? Drücke linke Maustaste zum Schließen. Ja, mach ich doch. Hallo, greif zu, Junge. Ey, ich check das mit den Türen nicht, das Zumachen. Das haut irgendwie nicht hin. Ich drück, also wirklich, ich drück die linke Maustaste, ich drücke W, S, Na bitte, jetzt, Alter. Da muss man auf der Tastatur rumraten. Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. And
as would I. The preacher asked us not to. Ich mach mal so. It would be implied. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him slow. Such patience. I want his tongue. And liver. They are yours. Sind die besonders lecker? Dann will ich aber auch deine Zunge und deine Leber, mein Freund. Und du, von dir will ich die Glatze. Ach nee, warte, ich habe meine eigene. Ja. Warum ziehen die sich nie was an? In diesen Spielen, in diesen Horrorspielen, egal ob man jetzt mutiert und zum Monster wird oder was weiß ich was, die haben nie eine Hose an. Ich muss mir unseren Freund, den Kermit, nochmal anschauen, den fetten, übergewichtigen, psychokranken Militär-Kermit. Ob der eine Hose anhat? Ich glaube, der hatte auch keine an. So ähnlich. Boah, der kann ja mal aufhören mit seinem Kopf, diese Feuchtklatschen, das ist nicht normal. Da gucken wir nicht hin. Man darf die Bugs nicht zu lange anschauen, das gefällt denen nicht. Ist da wer drin? Hallo? Gibt's hier irgendwo Batteries? Ich brauche ein paar Batteries. Wir haben es noch nie geschafft, mal 10 mit uns rumzutragen. Das ist voll gemein. Der sieht auch aus, als ob der den Kopf zu tief in Amons Geburtstagskuchen gesteckt hat. Überall die Schlagsahne im Gesicht. Die zwei gefallen mir, Tana, das kann ich mir vorstellen. Die wollen ein kleines Wettrennen mit uns machen, haben sie gesagt. Wenn wir schneller sind, dürfen wir überleben. Kann ich hier rein? Nein. Ich probiere trotzdem alles. Sisse? Auch hier, wieder. Sobald du Psycho wirst, ziehst du dir irgendwann die Hose aus. Leute, wenn es bei euch irgendwann mal der Zeitpunkt ist, dass ihr sagt, so, okay, ich ziehe mir die Hose aus, wenn ich rausgehe, dann wisst ihr, ihr seid nicht mehr. For us, in this place, Billy understood. They've always been here. No more. Hat er sich da die Haut runter? Was zur Hölle machen die miteinander? Ich meine, das sollen ja nach wie vor immer noch Menschen sein und nicht irgendwelche Mutanten. Denen wächst ja jetzt nicht einfach irgendwas. Die haben sich das ja irgendwie angetan oder jemand hat die zerschnitten und genäht oder irgendwie sowas. Ich meine, die haben ja diese Narben nicht, weil da irgendwas abgeht oder mutiert oder so, sondern einfach nur, weil die sich selbst die Haut runterziehen, Alter. Weil die einfach kaputt sind im Kopf. Aber wie kann man sowas denn überleben? Oh Gott! Du hast dich versteckt, mein Junge. Du hast gar keine Nase mehr. Warum fehlt dir die Nase, verdammt? Du wirst dein Blut auf jeden Fall los, wenn du so weitermachst. Und nicht nur das. Nicht nur das. Okay. Wir haben ne, nein. Hier sind wir falsch. Patsch. Warum wusstest du, dass bald Outlast 2 rauskommt? Nee, das wusste ich nicht. Aber das wird jetzt auf meiner Wunschliste stehen. Prost aus dem Archiv der Hölle zu. Das war aber nun gemein, der Baume. Dann bekommst du also keine Kekse von mir heute. Oh. Na gut. Upsi. Pardon. Verzeihung. What the fuck is the matter with you? You weren't invited to this, you goddamn sicko! Ich bin krank. Ich bin der Kranke hier. You're sick. Ich bin der Kranke hier. Sagst du mir. Ich meine, ich will gar nicht wissen. Der sieht nicht aus, als ob er noch lebt. Ich will gar nicht wissen, was du mit dem gemacht hast. Weißt du? Ich meine, ich kann es mir denken, aber ich will es gar nicht wissen. Und du guckst zu. Ich gehe einfach, ja, aber ich lasse mich von euch nicht beleidigen. Kann ich hier zumachen? So. Tschüss. So, und jetzt macht was ihr wollt. Was? Was? Wieso? Was?
was war denn jetzt gerade dein Problem? Krieg ich dich hier weg? Krieg ich dein Funkgerät? Kann ich die Tür irgendwie aufmachen? Nö, die ist zu. Okay, gut. Batterie ist auch alle. Die hält echt nicht lange. Die hält echt nicht lange. Was hat der da gemacht? Ich will euch das nicht erklären. Der Bot ist kaputt? Wieso ist der Bot kaputt? Huch. Wartet mal kurz, da gucke ich mal nach. Ja, der Bot ist gecrashed. Wahnsinn. Ich repariere mal kurz den Bot, damit der Chat... damit der Chat sich die Zeit vertreiben kann, der Twitch-Chat. Tut mir leid, liebe YouTuber. Das ziehen wir mal von der Zeit ab. So, ich mache jetzt mal Pause. Und jetzt probiere ich mal, indem ich Z Pflege eingebe. Nope, geht immer noch nicht. Dann muss ich den mal neu starten. Tadam! Ich liebe diesen Sound. Nein, das stimmt nicht. Ich hasse ihn. Taskmanager starten. Oh, die Bot suchen. Ich muss echt mal den Bot wechseln. Will mal rüber zum Ankh-Bot. Weil der so ziemlich das Gleiche kann. Und das auch noch kostenlos. Und ja, da ist der die Bot echt im Nachteil dann. Ne? Versuch doch mal mit Duracell. Ne, ich hätte gern an der Kamera so eine Art Kurbel, die ich drehen kann. Und da laden sich irgendwelche Akkus auf. Sodass ich nur hin und wieder, oder am besten so eine Pumpe. So eine kleine Pumpe. Und dann gehe ich ab und zu mal dann im Dunkeln, wenn ich merke, der Akku ist alle, stehe ich im Dunkeln in der Ecke und mache diesen hier. Und dann geht's wieder. Das wäre lustig. Schade, dass es das nicht gibt im Spiel. Echt schade. Hätte ich gern das Feature. Also, ich habe den Ankh-Bot schon, Herr Baume. Reiko, das freut mich für dich. Ich muss nur mal dann irgendwie das mit den... Unsere freundliche kleine... Wo kommen die Fußspuren her, wenn nicht von ihm? Unsere freundliche kleine Währung muss ich dann nur mal rüber kopieren, dass ihr im Ankh-Bot dann auch so schöne lange Bärte habt wie beim Deep-Bot. Baume macht diesen hier. Doomhead, ja, was? Ja. Ja, eine Pumpe. Verstehst du? Eine Pumpe. Musst du mal wieder Strom aufpumpen, so weißt du? Geht sicher gut. Warte, halt, da drüben standen doch vorhin die Psychos, oder? Hier, Schniedeldi und Schniedeldumm. Unsere FKK-Fanatiker. Und der Fan meiner Leber war doch dort. Echt, du hast was für mich übrig gelassen? Was denn? Was, wo bist du hin? Hast du noch was von Amons Kuchen übrig gelassen? Ich muss echt mal nach Batterien gucken. Ich will gar keine neue reinmachen, aber... Ich meine, man kommt ja auch so ganz... Boah, weinst du etwa? Weil du ein kleiner Psychospinner bist? Du weinst, weil du ein kleiner Psychospinner bist. Hör auf, so ein Spinner zu sein und dann hörst du auch auf zu weinen. Neues Ziel, folge den Blutspuren. Warum? Warum? Weißt du, ich meine, ich kann verstehen, wir sind investigativer Journalist. Wir gehen da rein, denn die Wahrheit muss ans Licht. Aber wir denken uns, fuck it, wir wurden von Psychos in eine Zelle gesperrt und ich versuche jetzt eigentlich nur noch hier wegzukommen. Oh, da ist eine Blutspur. Ja, komm, ey. Los. Ich meine, noch hat keiner versucht, mich direkt zu essen. Noch wurde ich nur verprügelt und K.O. geschlagen, durch Fenster geworfen. Dann ist ja noch alles wie immer. Hä? Hä? Muss ich eigentlich... Hä? Aber von hier komme ich doch gerade eben. Ist das ein Faden? Doomhead! Hallöchen. Wird doch vertippt. Hä? Ausrufezeichen P? Lapper? Leute. Block A! Wie sind wir denn hier? Habe ich mich unterwegs irgendwie umgedreht oder sind wir hoch... Hä? Das check ich gerade nicht. Aber hier gehen ja auf jeden Fall die Füßchen lang. Ich lade mal nach. Kuppel, kuppel. Nee, nee. Du solltest mal wieder was essen, glaube ich. Geh weg von der Wand, du bist kein Spiderschwein.
Down the drain. Everybody else down. Down the drain. Down the drain. Down the drain. Down the drain. Drain. Down the drain. Soll das etwa ein Fingerzeig sein? Holy moly. Ich bin ja heilfroh, dass es nur die Wachen trifft. Hui. Meins. Ich bin heilfroh, dass es nur die Wachen betrifft und nicht etwa mich. Okay, eine neue Notiz. Wir sind ja schließlich unterwegs im Namen der Wahrheit, im Namen des Journalismus. Da sollten wir auch ein paar Wahrheiten aufdecken. Da hat einem aber die Socken ausgezogen. So, Wolfram Murkoff Corps, bla 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 bla. Betreff Kunstprogramm für Patienten. Patient Vater Martin Archimbound. Archimbound, Vater Martin, das ist wahrscheinlich unser, ich denke mal, so viele Väter werden sie hier nicht, Väterkäse, werden sie hier nicht inhaftiert haben oder behandelt. Die wollten hier ja Leute anscheinend behandeln. Was ist denn? Tanner? Tanner 11? Tanner? Wie hast denn du diesen Emote gemacht? Der sieht ja aus wie von Twitch. Naja, von Skype. Egal. Dr. Zeichner hat... Ach so. Dr. Zeichner? Dr. Zeichner hat ein Kunstprogramm. Das ist schön. Dr. Zeichner hat mir ihre Kontaktdaten gegeben, damit ich mich bei ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Mein Patient Martin Archimbound hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine schizoaffektive Behauptungen von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen, werden Sie den Kosten für die Klozapin mehr als geschluckt werden. Ich verstehe die Logik dieses Spieles nicht. Außer Murkoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll, Dr. Neil Wolfram. Tja, Dr. Neil Wolfram, du hast das schon ganz richtig erkannt. Die Leute sollen hier nicht bei klarem Verstand bleiben. Was auch immer er mit ihnen vorhat, er braucht anscheinend nur die Gestörten dafür. Also ich würde das nicht direkt Drain nennen. Ich finde, das ist eher ein Loch im Boden. Aber ich benutze es mal. Wenigstens gibt er dann wieder Ruhe. Wo geht's dort entlang? Hallo? Da ist jemand. Da ist ein Film. Gut zu wissen, dass man sich hier so... Oh, guck mal, wir haben eine imposante Statur. Kräftiges Kerlchen sind wir, breite Schultern. Wir müssten uns eigentlich wehren können. Da krabbelt ein kleiner... They weren't experiments. They were rituals. A conjuring. Prost! Mr. Grizzly, seit wann geht das eigentlich wieder so schnell mit Billy und Bob? Habe ich die mal nicht auf größeren Cooldown gesetzt? Kann ich den nicht benutzen? Mich ärgert das voll. Hier stehen überall Computer hin, rum. Und der setzt sich an keinen mal hin und tippt mal was auf der Tastatur oder drückt mal hier Fähnchen L oder Steuerung Alt entfernen oder sowas. Nö. Ach, guck mal da, ein Computer. Hey, ich bin Journalist. Lass mal den Computer übelst ignorieren. Hui. Ich weiß, was unter deinem Bett ist. Ich brauch mal wieder Batterien. 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 Hier sind nirgendwo Batterien. Batteriedelidelidelidelidelin. Vielleicht hier drin welche? Hm? Hallo? Auf dem Boden? Die müssten ja eigentlich auch leuchten, oder ja? Ich meine, bin ich so blind? Denk mal, hier drin sind auch keine. Nö, hier kann ich nur selbst rein. Das ist ja Quatsch. Ich werde ja gerade gar nicht verfolgt. Was mich wieder daran erinnert, dass wenn hier Schränke stehen, ich durchaus gleich verfolgt werden könnte. Schön, gut zu wissen. Hey, sollten wir nicht der Blutspur folgen? Wenn du Türen schließt, kannst du deine Verfolger ab... Ganz toll. Ganz, ganz toll. Ja, ich will unbedingt... Wie immer, 15. Echt? 15 nur? Shut up! Will he think for a minute? Quiet! Quiet! Quiet!
Okay, ich verstehe, warum die Wachen tot sind. Wir sollten dich mal für eine Minute nachdenken lassen. Ja, das ist durchaus richtig. Ich werde ganz leise sein. Ach, guck mal, Mensch, die Fingermalerei, ne? Das Programm wurde wieder aufgenommen. Wie schön, er macht jetzt Window Color. Gehen wir mal. Darf ich okay sagen? Sind das deine Fußspuren? Kann gar nicht sein, du hast keine Schuhe an. Du hast keine Schuhe an? Das ist perfekt, du kannst bei Saw mitmachen. Ist dicht. Folgt der mir? Der folgt mir nicht, oder? Nein. Gut, der soll aber schön in seiner Ecke bleiben und in Ruhe nachdenken. Ich weiß immer nie, ob die Geräusche von uns kommen oder von... Holy shit! Der sieht nicht aus, als ob er... Ich geh mal hier rein. Sieht er das? Ich meine, im schlimmsten Fall zieht er uns raus. Okay. Ah, nein, im schlimmsten Fall haut er uns dabei. Das ist nicht gut. Huch. Mach zu! Alter. Puh. Die Geräusche? Bin ich das? Oder irgendwer keucht doch hier noch gerade rum. Bring doch einen Psycho zu dem anderen Psycho, dann können die kuscheln. Ja, wie das aussieht, wenn die Psychos kuscheln, haben wir sie vorhin schon überrascht mit der, mit der Nachtsichtkamera. Dafür wurden wir verpönt und beschuldigt, ein krankes Schwein zu sein. Warum haben wir kein Spiegelbild? Wir sind immer noch... Vampirbaume. Das Ding ist verriegelt. So, ich schätze mal, wir müssen rüber in den Wachraum, damit wir die Schleuse entriegeln können, damit wir weiter dieser köstlichen Blutspur folgen können. Was eine super Idee ist. Auf jeden Fall. Ich hab immer wieder... Krieg ich einen Zustand, wenn ich unsere Hand hier irgendwo sehe. Ey, du! Hey! 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 Hey, Plumpkin! Hey! Lässt du mich hier durch, wenn ich... Ja. Ich bin quiet. Ich bin quiet, Alter. Ich bin so quiet. Ich gehe übelst quiet in diesen Raum rein. Wie bin ich denn hier? Hat der Raum was für mich? Zum Beispiel Batterien. Hier hinten leuchtet irgendwas. Batteries! Und ein Computer, den keiner braucht. Noch mehr Batteries? Pedal Battery? I need a better battery? Mit better Twitch TV? Alter, warum hast du so ein Zyklopengesicht? Du bist jetzt der Zyklopenzausel, okay? Ist in Ordnung? Find's cool, ne? Find's cool. Ich auch. Ist cool. Zyklopenzausel, bester Name der Welt. Erzähl's unbedingt deinen Freunden. Baume war hier und hat dich Zyklopenzausel genannt. Ihr sollt alle freundlich mit dem Baume sein. Der schenkt jedem einen Namen. Okay, hier sieht's sauber aus. Die Tür hat er gleich mal weggesprengt. Nee, ich mach die mal zu. Okay. Diese Art von Sicherheitstüren, die uns keine Sicherheit bringt, ist immer wieder super. Sobald da so eine Tür ist, muss ich an unseren großen Dicken denken. Der kommt bestimmt gleich wieder rein und wir sind schon wieder bei dem Überwachungsmonitor. Also, irgendwas zieht unseren Journalisten immer wieder zu diesen Überwachungsmonitoren hin. Der ist wie so eine Motte. Sobald er irgendwo einen Überwachungsschraub sieht, klebt er sich mit seinem Gesicht dran wie so ein Scheibenknutscherfisch, weißt du, und schlabbert einmal die Monitore weg. Wie krank muss man sein, Baum, um Psychos mit Nachtsicht
bei allem zuzuschauen. Das war weniger Absicht, Raiko. Das hat das Spiel automatisch gemacht. Geht noch schlimmer. Es gibt ein DLC. Es geht echt wirklich noch. Es geht noch viel, viel schlimmer, fragt die Bloody Mina. Wo wir gerade von sprechen, da ist sie hier. So, ich muss los, ihr Lieben. Bis bald und viel Spaß mit Baumer and Outlast. Ah ja, Bloody, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass du da warst. Dankeschön fürs Reinschalten. Und machst du jetzt selber an, oder wie? Die hat doch an. Die hat doch an. Nee, ciao, ciao. Was ist das? Ein großer roter Knopf. Liebe Kinder, wenn ich euch das sagen darf, wenn ihr irgendwo einbrecht und ihr findet einen großen roten Knopf, dann... Nicht drücken. Nicht drücken. Nicht gut, Mann. Nicht gut. Vor allen Dingen, wenn die Computer alle aus sind. Ja. Findet ihr einen großen gelben Knopf, könnt ihr ruhig drücken, aber die roten, ey. Follow the blood. Welchem denn nur? Hier ist alles voll. Alter Schwede. Sieht fast aus wie eine Fabrik für roten Farbstoff. Und weil hier Schränke sind, verstecke ich mich mal. Kommt bestimmt gleich einer rein. Wenn ich schon diese Musik höre, kommt garantiert gleich einer rein. Da, das habe ich gesagt. Was habe ich... Da ist er. Du alter, kleiner, dreckiger Drecksack. Ist das der Zyklopenzausel? Ich wette, das ist der Zyklopenzausel. Dreh dich mal rum, du kleiner Zausel, du. Dreh dich mal rum. Sag mal hallo. Ich kenne diese Spiele mittlerweile. Jap, euch auch noch viel Spaß. Und ja, geht noch schlimmer und ich freue mich. Herbst nächsten Jahres, Outlast 2. Alles klar, Mina. Herbst nächsten Jahres. Was macht er denn jetzt? Hallo? Das hat gewackelt gerade. Was hat er denn gemacht? Er hat eine Wand eingerissen. Wird interessant. Okay, Outlast 2. Das klingt ja schon so ein bisschen nach einem Geburtstagsgeschenk. Hallo? Ist er weg, der Zausel? Psst. Hallo? Ach, guck, der ist da drüben rein. Ist das gut oder schlecht? Oh, der läuft hier immer noch lang. Geh ich gleich mal hier rein. Rein! Rein! Oh nein! Nein, nein, nein! Nicht immer ins Gesicht! Das ist mein einziges. Na, mach Tür zu. Sehr gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hä? Ach so. Müsste jetzt nicht eigentlich an der Scheibe... Egal. Egal. Man muss ja nicht noch schlimmer machen, als es ist. Oh Gott, wir haben bestimmt schon ein paar Nasenbrüche, Alter. Große rote Köpfe machen aber tolle Sachen. Große rote Knöpfe. Achso, Entschuldigung. Ich lese wieder einen Scheiß. Ich dachte gerade an gebrochene Nase und große rote Köpfe. Tut mir leid. Oh ja. Oh ja. Yes, his tongue and his liver. Yours. Mine. Ja, und ich krieg eure Zähne, ne? Ihr seht ja aus, als wollt ihr sie nicht mehr. Und wenn ich euch beide umhaue, was ist dann? Was krieg ich denn? Ich geh mal hier rein. Juckt euch nicht, ne? Ihr seid ja zum Glück weggesperrt. Kann ich das aufmachen? Ich will's mal wissen. Nein. War ja klar. War ja klar. Warte mal, ich höre es immer noch klatschen. Ach, das seid ihr. Was habt denn ihr da? Ach, äußerst gefährlich. Ach, das sind Messer. Gut, okay. Nein, ich wollte gar nicht auf den Schnee. Man hat ja gar nichts gesehen. War ja, huch, da seid ihr schon wieder. Mein Gott, wie schnell man sich hier einmal im Kreis dreht. Darf ich hier rüber? Ich will doch nicht springen. Was? Drücke Leertaste, während du auf eine Kante zubewegst, um hinunter zu springen und dich festzuhalten. Ach, beides. Ich mache dann beides. Geht's hier nicht nur irgendwo hin? Nein. Hast du was für mich? Eine Batterie vielleicht oder so? Oder? Nein. Hier geht's auch nirgends lang.
Ach, da ist eine Kante. Guck mal. Ach, da komme ich an den. Soll ich da wirklich. Ne, ist ja nicht so, dass ich jetzt großartig die Wahl hätte, ne? Ne, alles zu ist. Mann, Achim. Nö. Ich will da nicht lang. Da sind die Psychos. Wenn die mir jetzt die Finger abhacken, dann falle ich runter und breche mir meine wunderschönen Beine. Sind die noch da? Seht ihr das? Die sind weg, hä? Die sind schon weg. Die Psychos sind weg. Gut. Aber jetzt... Aber wir auch... Ich meine, warum? Warum? Warum sollte ich denn... Mr. Grizzly? Mr. Grizzly, erklär mir das mal hier, wenn du mir schon den Bob auf den Hals setzt. Warum? Warum gehe ich denn hier gezielt zu... Warum gehe ich gezielt bei die Psychos? Meine Mutti hat immer am Fenster gestanden und gesagt, Christian, wie oft habe ich dich schon gesagt, du sollst nicht bei die Psychos gehen? Wo ist der große rote Knopf? Ich vermisse ihn. Was ist das für ein langweiliger Bildschirmschoner? Wo ist der große rote Knopf? Wo hast denn du bei dem Versuch, deinen Kopf in deinen Arsch zu stecken, den großen roten Knopf gelassen? Ach, ich brauch gar keinen, die Tür ist offen, okay. Ja, ja, ist ja gar keiner mehr da, Mensch. Da ist noch eine Batterie. Batterie! Okay, läuft langsam mit den Batteries. Spiel mal was anderes, spiel mal Minecraft. Kommen jetzt die ganzen Pöbler rüber. Fangt jetzt alle an zu pöbeln, das könnt ihr schön beim Kane machen. Wo geht's denn hier lang? Will ich das wissen? Will ich das wirklich wissen? Da geht's nicht zum Blut. Das Blut geht da lang, aber ich glaube, da geht's auch zu Schniedeldi und Schniedeldum. Ich geh lieber mal hier lang. Ich habe gerade eine Battery gefunden und hier kann ich mir alles ausleuchten. Alter! What? Wow! Kermit ist sauer, Alter! Kermit sieht rot. Aha. Was hast du für mich? Schlüsselkarte. Gott. Sieht ganz so aus, als sollte ich da rein. Sollen wir einfach wieder gehen? Ach, wenn er nicht pöbeln könnte, wollte er wieder gehen, ja? Verstehe ich das richtig? Ja, schön, schön. Da unten ist, ja, da geht der Punk ab. Der Punk und der Kopf und alles andere auch. Wo sind die zwei Dicken? Wo sind die zwei Dicken? Die zwei Dicken mit dem Schniedelmann. Warum fässt er denn die Tür nicht an? Die ist bestimmt auch verschlossen. Brauche ich gar nicht probieren. Huch. Was hier? Brauche ich die schon? Da war ich meiner Zeit ein bisschen voraus, hä? Ist da was drin? Nö. So, ein bisschen zu klein, um sich darin zu verstecken. Neues Ziel. Entkomme durch die Duschen. Müsst euch das so vorstellen, ja? Wir sind investigativer Journalist, oder wie das heißt. Enthüllungsjournalist. Und wir betreten eine Gefängniszelle und denken uns, ich muss durch die Duschen. Also wir sind in einem Abschnitt, in dem nur Männer inhaftiert sind und sich gegenseitig umbringen und er kommt auf die Idee, wenn ich abhauen will, dann durch die Duschen. Wir haben die noch nicht gesehen, wir wissen noch nicht, ob da was offen ist oder nicht, wir wissen nicht mal, ob es welche gibt, aber trotzdem wird das erstmal unsere Zielsetzung. Was stimmt denn nicht mit ihm? So, wie kommt man denn auf so eine Idee? So, ey, lass mal die Duschen suchen gehen. Hier sind zwei Verrückte mit Schniedel hinter mir her. Lass mal die Duschen suchen gehen. So, wenn the shit the fan hits, dann bitte da. Alter Schwede. Baum, wir bin jetzt mal weg. Kommen wir vielleicht später nochmal wieder. Viel Spaß noch. Laura Licious ist eigentlich ein schöner Name. ja, klar, bis später. Und was auch immer du tust, ich wünsche dir viel Spaß. Aber lass bitte nicht die Seife fallen, Baume. Ja, genau darum geht's mir, Schandmol. Genau darum geht's mir. Warum? Warum? Wir sind da sehr gut aufgehoben, finde ich.
Aber echt völlig, das haben wir uns alles selbst zur Schuld kommen lassen. Wie kommt man überhaupt auf die Idee? Guck mal, da ist eine Psychoanstalt, wo es nicht mit rechten Dingen zugeht. Lass mal reingehen, so, weil for science, oder was? 11? Der Baum, naja, die haben alle keine Hose an, also kommen oder gehen die gerade in die Dusche? Doomhead, das könnte stimmen. Aber warum haben sie dann kein Handtuch? Sei es drum, Murkoff Corp, PG, Wartungsnotiz. Die ordnungsgemäße Wartung der Reinigungstore ist wichtig für die Sicherheit von Projekt Wallrider. Schauen Sie im Murkoff Corp Wartungshandbuch MMPS MM180286 nach oder wenden Sie sich an einen Vorgesetzten mit Sicherheitsberechtigung. Die ordnungsgemäße Wartung der Reinigungstore ist wichtig. Der Reinigungstore, was für... Ach, die Desinfektionskammern da, durch die wir immer laufen. Ja, super. Naja, da haben wir schon ein paar gefunden, die äußerst kaputt sind. Wir haben uns aber gerade noch ein paar Notizen hinzugefügt. Nekromantie? Dieser verdammte Ort. Ganz ehrlich, dieser Scheißort. Sterben gehört hier zu den weniger schrecklichen Dingen. Aber habt ihr gesehen, was sie mit den Toten gemacht haben? Egal. Totale Sicherheit. Ich kann Chris Walker, den großen Kerl, der so gerne die Köpfe von Leuten abreißt, einfach nicht abschütteln. Ich höre ständig sein Gemurmel über Sicherheitsprotokolle und Eindämmung. Was ist, wenn nicht er das Problem ist? Was, wenn er versucht, es zu lösen? Ja, wir haben ja bereits gelesen, dass Chris Walker oder Kermit, der Mann, der uns sein kleines Miss Piggy nennt, dass er einen krassen Komplex wegen Militärprotokollen hat und dass diese Anstalt nicht dafür gedacht ist, solche Probleme abzumildern, sondern sie eher zu verstärken, hat ihn in so eine Art Superkrieger verwandelt. Schau jetzt sofort im Handbuch MMPS MM180286 nach. Ich hab's nicht gefunden. Es stand nicht auf dem Index. Wie denn? Warum denn? Was ist das schön? Lauter kleine Maden krabbeln übers Fenster. Oh, warte kurz. Ich sehe ein offenes Fenster. Ich nutze. Skille! Grüß dich! Wir sind hier gerade bei unserem Freikletterseminar, in dem wir lernen, wann auch immer du zwei nackte Psychos triffst, die dich umbringen wollen, dann kletter schnell aus dem Fenster. Das soll jetzt hier ein Training werden für deine Reporterkarriere. Das muss bei dir zum Reflex werden, ja? Wenn du das schaffst, dann bist du auch herzlich willkommen in der bärtigen Runde. So, Notfallbart ist entscheidend wichtig, falls du kletterst und stolperst, dass du dich mit deinem Bart alle paar Meter absicherst. Was sind denn das für Schritte? Ich habe Schritte gehört, das waren nicht meine. Ich sehe auch gerade einen Scheiß mit dem Ding. Boah, Alter. Moment. Was? Strubladenrollen? Strubladenrollen. Herzlich willkommen in bärtige Runde. Ich wünsche dir viel Spaß. Aber wenn du hier bleiben willst, musst du dir Wischmopp und Arme schnappen und aufmachen. Sauber machen. Die Ecke da. Dankeschön. Boah, ey. Viscerell Cleanup, das ist dafür noch keine Mod für. Für Outlast gibt es auch ein bisschen fragwürdig, ne? Haben sie was verpasst? Danke für die Follows, ihr beiden. Und viel Spaß beim Zugucken. Oh Gott, Alter. WTF, ja, Trollin, ich dachte es mir auch dezent, aber ich wollte mal nichts sagen. Ich
Ich sehe gerade, Zeit ist rum. Wir haben eine halbe Stunde voll. Ich lese noch Brief vor und danach machen wir Folge zu Ende, okay? Anbei finden Sie eine Kopie des Handbuches MMPS MM180286 und eine Kopie des Totenscheins von Rudolf G. Wernicke. Auftragen im Start Colorado. Bit gegen das Licht halten, um Wasserzeichen zu prüfen. Ich nehme meinen Monitor, halte ihn gegen das Licht. Ich sehe kein Wasserzeichen. Gemeinde oder Stadt Mount Massive Preserve. Voller Name Rudolf Gustav Wernicke. Aufenthaltsdauer in der Gemeinde oder Stadt, in welcher der Tod eintrat, 7 Monate. Das ist doch, aber Mount Massive Preserve ist doch keine Stadt oder Gemeinde, oder? Das ist doch die Anstalt. Na, drauf geschissen. Aufenthaltsdauer in den USA, falls ausländische Herkunft, 55 Jahre. Geschlecht, männlich. Was ist denn die Aufenthaltsdauer von Interesse eigentlich, wenn jemand stirbt? Naja, egal. Komische Regeln sind komisch. Warum die Schritte waren doch nur Billy und Bob? Ja. Natürlich, Mr. Grizzly. Die spielen die Bremer Stadtmusiker. So. Männlich. Farbe, Rasse, weiß. Ist das rassistisch, wenn man Rasse darauf schreibt? Nee, egal. Ja, natürlich ist es rassistisch, wenn man da Rasse drauf... Das ist der Inbegriff des Rassismus. Ledig, verheiratet, verwitwet, bitte... Wen interessiert das denn? Wie alt ist er? 55. Geburtsdatum war 20. Oktober 1918. Geburtsort war Deutschland. Er war Deutscher, ein deutscher Wissenschaftler. Wir wissen aus Erfahrung, das sind stets die Verrücktesten. Weil nur die verrückten deutschen Wissenschaftler gehen rüber bei die Amis. Hiermit bestätige ich, dass ich den Verstorbenen vom 4. Juni 2003 bis zum 28. Februar 2009 gepflegt habe und ihn am 27. Februar 2009 zuletzt lebend gesehen habe, bevor der Tod bereits erwähnten Datums um 4.11 Uhr eintrat. Haupttodesursache und damit verbundene ausschlaggebende Ursachen waren folgende: Herzversagen aufgrund von Altersschwäche. Können die sich nicht mal klar ausdrücken? Können die nicht sagen, er ist tot, weil... Hauptursache und damit verbundene ausschlaggebende Ursachen. Was soll denn das heißen? Naja, Echtheitszertifikat für eine korrekte Kopie der offiziellen Urkunde. Da ist aber gar kein Wasserzeichen drauf. Ich glaube, das hat sich jemand ausgedacht. Wer bestätigt das? Todesscheins von Rudolf G. Wernicke. Das war doch hier der Haupt... Der Haupttyp. Kann ich hier drunter? Kann ich irgendwo rein? Ich würde gern, wenn ich Folgen beende, würde ich das gern irgendwo machen, wo ich mich sicher fühle. Hier in der Zelle. Ist gut. Hier in der Ecke. Dankeschön. Vielen lieben Dank. So, wir bleiben hier. So. Ihr lieben Menschen da draußen. Ich guck mal, ob der Chat wieder funktioniert. Huch, das ist der falsche Knopf. Nee. Nö, der funktioniert immer noch nicht. Also wird er in der nächsten Folge vielleicht auch noch fehlen. Ich werde jetzt in der Pause mal dran rumbasteln. Ihr YouTuber, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Für die Twitcher gibt es jetzt ein kurzes Päuschen. Ich gucke mal, ob ich es schaffe, Musik anzumachen. Irgendwas haut, wie gesagt, heute auf Twitch nicht hin. Mal gucken, ob wenigstens der Nightbot und der Song Request funktionieren. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Ne? Ich bin der Baume. Auf Wiederschauen. Und reingehauen. Cheerio.